Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute zu Gast bei Dinner for Friends. Mein Name ist Murat Salameh und ich zeige euch heute, wie man Hummus macht. Und zwar richtig. Ich habe einige Videos auf YouTube gesehen, wo das Hummus, auf eine etwas komische Art und Weise zubereitet wird. Vertraut mir, ich bin Jordanier, ich weiß, was ich mache. Also, was brauchen wir dafür? Als allererstes brauchen wir natürlich Kichererbsen. Da reicht einfach eine ganz normale Dose Kichererbsen aus dem Supermarkt. Kann man kaufen, überall, gibt es beim Lidl, Rewe. Ja, einfach da, wo es eine Dose Kichererbsen gibt. Das war's. Man kann übrigens auch getrocknete verwenden, aber so geht es weitaus schneller, weil man die nicht einlegen muss, bis die aufgeweicht sind. Dann braucht man, sehr wichtig, Sesampaste. Sesampaste, auch genannt Tahine, gibt es in den türkischen Geschäften. Manchmal gibt es das auch in den Supermärkten. Da ist es aber verdammt teuer. Ihr könnt, wenn ihr wollt, das auch aus dem Internet bestellen. Ich würde einfach zum türkischen Supermarkt um die Ecke gehen, wenn ihr einen habt, und dort einfach ein Glas Tahine kaufen. Ist super lecker, kann man tausende verschiedene Sachen mitmachen. Kommen bestimmt noch ein paar Rezepte auch bei Dinner for Friends. Ich bin mir sicher, dass die Johanna da einiges vorbereitet. Also, zweite Grundzutat, Tahine, sprich Sesampaste. Dann brauchen wir den Saft einer halben Zitrone, Salz und Olivenöl. Und eine kleine Zehe Knoblauch. Ja, das ist Geschmackssache. Entweder man nimmt da eine große, fette Zehe oder man nimmt eher eine kleinere. Manche lassen den Knoblauch auch komplett weg. Das ist reine Geschmackssache. Ich nehme hier eine mittlere Knoblauchzehe. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Als allererstes hacken wir den Knoblauch klein. Das muss nicht ganz so genau sein, kann man auch ein bisschen gröber machen, weil später wird sowieso alles mit einem Stabmixer zu einem schönen einheitlichen Brei verrührt. So, das war's schon hier. Das Ganze kommt dann hier in den Topf. So. Da ist jetzt unsere Knoblauchzehe klein gehackt. Als nächstes geben wir den Inhalt der Kichererbsendose mit dazu. Einfach rein damit. Und jetzt kommt das Ganze auf den Herd und muss erstmal so ungefähr 5 Minuten köcheln. So, das Ganze hat jetzt schön aufkochen können. Ich wiederhole es nochmal, bitte nicht zerkochen. Es soll nur einmal richtig heiß werden und dann ein, zwei Minütchen so vor sich hinkochen lassen. Und dann kommt das Ganze auch gleich schon wieder runter. Das sind die Kichererbsen mit dem Knoblauch drin. Als nächstes brauchen wir natürlich ein bisschen Zitronensaft. Das heißt, wir nehmen uns eine halbe Zitrone und pressen das Ganze aus. So. Fertig. Hier ist der Zitronensaft. Es kann sein, dass man ein bisschen mehr braucht oder mal ein bisschen weniger. Das muss man immer mit Stück für Stück sich herantasten und dann einfach mit einer zweiten Hälfte nachpressen und nachgießen. Einfach so, wie es euch mundet am allerbesten. Aber ich habe jetzt hier eine halbe Zitrone genommen. So, dann nehmen wir uns den Topf. Einen Löffel. Und holen uns jetzt aus dem Glas Sesampaste ungefähr einen Esslöffel Tahine. So, wenn ihr das sehen könnt. Ungefähr einen Esslöffel Tahine und geben das Ganze hier in den Topf hinein. Die Sesampaste oder Tahine ist ein bisschen zäh. Ja, also es ist ein bisschen dick, flüssigeres Zeug und da kann man dann ruhig mal mit dem Finger das abstreifen. Wenn man möchte, kann man auch noch ein bisschen von dem Öl
dass sich hier, weil wie ihr seht, die Sesampaste selber, die setzt sich da unten ab. Da sieht man es. Und was oben ist, ist dann das Öl. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut erkennen kann. Und von diesem Öl kann man ein ganz kleines bisschen nehmen, so einen halben Esslöffel oder auch einen Esslöffel, je nachdem. Und das auch nochmal mit dazu geben. So, dann hätten wir das auch. Als nächstes nehmen wir uns einen Mixstab. Dinner for Friends ist natürlich sehr gut ausgerüstet. Hier ein schöner Mixstab von Kenwood. Und machen das Ganze klein. So, jetzt rein damit. Jetzt seht ihr hier schon, das Ganze ist wirklich ein schöner, ebenmäßiger Brei. Da sieht man es. Dampf noch, weil es noch sehr heiß ist, kommt ja frisch vom Herd. Und nun schmecken wir das Ganze ein bisschen ab. Ich nehme jetzt hier den Zitronensaft, gebe den hier rein. Nehmen wir ein bisschen Salz und da ich das per Hand besser kontrollieren kann als mit dem Salzstreuer, mache ich das immer so. Oder ich mache das ja immer nach Gefühl, aber wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. So. Also wir versuchen es erstmal mit so einem halben Teelöffel voll, ja, bloß nicht zu viel, weil Salz kann man ja, wie ihr wisst, immer wieder nachgeben. Lieber ein bisschen zu wenig am Anfang und dann später mehr hinzufügen. Jetzt nehmen wir uns unseren Löffel, verrühren das Ganze schön. Und ihr seht schon, die Konsistenz ist genauso, wie sie meiner Meinung nach sein sollte. Das müssen wir natürlich auch noch probieren. Perfekt. Muss man nichts mehr dran ändern. Was jetzt noch kommt, ist ein Schuss Olivenöl. Dann nehmen wir so grob 1, 2, 3, so 4 Esslöffel und verrühren das Ganze nochmal. Das Olivenöl sorgt dafür, dass das Ganze nochmal ein bisschen mehr Glanz und Cremigkeit bekommt und wie ihr ja wisst, Öl ist ja auch ein Geschmacksträger. Also das heißt, der Geschmack vom Hummus kommt dann noch besser durch und kriegt auch durch das Olivenöl so ein bestimmtes Eigenaroma. Ich mag das sehr gerne. Für die Leute, die kein Olivenöl mögen, die können natürlich auch normales Pflanzenöl nehmen. Hat den gleichen Effekt, aber ich esse es sehr gerne mit Olivenöl. Und wie ihr seht, schaut mal, oh, richtig samtig, richtig weich. Super! Als nächstes müssen wir dann einfach nur noch anrichten. Und anrichten tun wir einfach auf einem Teller. Dazu
nehme ich mir einen flachen Teller. Und gebe mein noch warmes Hummus da drauf. In diesem Fall hatte ich eine normale Dose, also von der Dosengröße her. Das heißt, ich kann hier auch dann wirklich alles drauf machen. Das geht, manche tun es in kleine Schälchen, Schüsselchen und so, das bleibt euch überlassen. Sehr gut. Als nächstes schütteln wir das Ganze. Genau so. Dann sieht der Spaß so aus. Jetzt nehmen wir uns noch den Löffel, machen hier ein bisschen Feinarbeit, dass hier schöne, ja, wie soll ich es nennen, Täler und Erhebungen und sowas entstehen, kreisförmig, weil es kommt nämlich nochmal ein kleiner Schuss Öl hinein. So. Daumen drauf auf die Öffnung der Flasche. Sehr gut. Und das ist dann die Basis für jegliche Art von Dekoration und so weiter. Manche Leute braten Hackfleisch und streuen das, also braten Hackfleisch mit Zwiebeln und streuen das über das Hummus. Andere Leute mischen in das Hummus 1-2 Löffel, Esslöffel Joghurt mit ein. Ja, andere machen einfach nur Petersilie drauf, bisschen Lauchzwiebeln. Wieder andere machen ein paar Gewürze noch mit drauf. Also das bleibt eigentlich wirklich euch überlassen. Hummus ist ein sehr schnelles, sehr einfaches Gericht. Es schmeckt super, ist verdammt gesund, ist vegan. Und sollte eigentlich in keiner modernen Küche fehlen, finde ich. Ich werde jetzt das Ganze noch mit ein bisschen Chiliplättchen verzieren. So, nehme ich hier mein Chiliplättchenglas, fülle mir das immer erstmal in die Hand. Das ist so eine Angewohnheit von mir, weil so kann ich es dann einfach besser dosieren. So, dann kommt noch ein bisschen Petersilie gleich drauf und das Ergebnis zeige ich euch dann auf dem Endbild. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonst irgendetwas habt, dann meldet euch. Wenn ihr negative Kritik habt, bleibt weg. Vielen Dank, tschüss, Kanal abonnieren nicht vergessen und man sieht sich.